Die Stadt Saarbrücken startet eine großflächige Sanierung des St. Johanner Marktes. Das Kopfsteinpflaster ist schon arg in die Jahre gekommen und soll erneuert werden. Um möglichst wenig Behinderungen zu erzeugen, sind die Arbeiten auf 5 Jahre angesetzt und sollen in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Wir wissen ja seit Jahren, dass der gesamte St. Johanner Markt sanierungsbedürftig ist. Jetzt haben wir aber die besondere Situation, dass das kein normales Pflaster ist, sondern dass der gesamte St. Johanner Markt ein Kunstwerk ist mit aufwendigen Intarsien, die die wenigsten noch wahrnehmen oder erkennen können. Die wollen wir jetzt behutsam in Schritten sanieren, aufnehmen, den Unterbau in Ordnung bringen, wieder einbauen. Begonnen wird in der Kaltenbachstraße. Im Rahmen der Sanierung sollen auch die Barrierefreiheit verbessert, Bänke erneuert und Poller entfernt werden. Der Baubeginn der Instandsetzung von der Kaltenbachstraße wird voraussichtlich Ende April dieses Jahres sein. Voraussichtlich wird die Baumaßnahme Ende Oktober beendet sein. Und wir werden in kleinen Abschnitten arbeiten, damit wir die Behinderung so klein wie möglich für die Kaltenbachstraße halten können. Circa 50 Quadratmeter pro Einheit. Darüber hinaus soll die Bepflanzung gepflegt und verschiedene Bäume ersetzt werden.